So saß es, Schmamsch, liebe Leute, da Berlin, sind wir Berlin. Auch mal wieder. Berlin, Berlin! Und wie ihr sicherlich hört, bin ich heute mal wieder nicht alleine, sondern hab den lieben Bruger bei mir. Wie oft gewünscht in den Kommentaren? Ja, hallo! Haben sie gesagt, ey Mensch, macht's doch mal wieder eine Runde mit Bruger. Ich dachte, na klar, komm, wir holen uns Billigbier und dann schmeißen wir auf Leute, die vorbeilaufen. Oh ja. Rumharzen halt, weißt du? So. Es wird darauf gewartet, dass Bruger ein Deck auswählt. Ja, voll verurteilsbehaft, ja. Ist in aller Hartz IV Finger so werden. Ich hab für dich mal was gebastelt, Luna. Wobei ich nicht weiß, dass es, ob's gut ist. Oh, rasiere Bart ab, das passt dir eher zu dir. Rasiere Bart ab, das passt dir eher zu dir. Nee, mach ich nicht. Ich sag ja, ich will aussehen irgendwann wie Smooth McGroove. Ich glaube, das sieht schon schlimmer aus als er. Er hat wenigstens einen gepflegten Ball, bei dir ist richtig wild. Boah. Nee, ich kenn mir den auch und stutz den und alles. Mit der Schere und sowas. Das letzte Bild, was ich gesehen habe, das sieht ja echt ziemlich wild aus. Gut, die Karten sind soweit in schnüffliger Ordnung. Die nehme ich. Der Bruger hat sich ein Kriecher-Deck zusammengestellt. Ja, muss mal gucken. Ich hoffe nur, mein Rechner geht nicht aus. Weil die letzten zwei Spiele, die ich gemacht habe, da ist es gefreezed. Echt, ja? Gegen anderen Menschen. Ja, ja, deswegen. Ich hoffe mal, mit dem Streamen und so klappt das in Zukunft. Gebe ich mal. Mein neuer PC, das wird noch dauern. Das wird noch dauern, ja. Das wird dauern. Jo, ich warte drauf, bis du einen neuen hast. Dann kann ich auch Konsole mal abcapturen. Dann kaufe ich dem Bruger seine TV-Karte ab. Ja, kriegst du günstig, dann. Passt schon. Die Bastio. Die Bastio. Packst du ja gleich dein stärkstes Deck gegen mich aus, ne? Ich sehe das schon. Ja, ich habe jetzt noch keine Chance gegen dich. Keine Chance? Wobei ich letztens mit dem Priester auch gut Glück hatte gegen Alsarin. Okay. Das war heute, genau. Da habe ich. Er hatte auf der neuen, er war Nachmittag dran, glaube ich, hat dann auf der neuen Isera gelegt. Und ich hatte bei 10, konnte ich Karte klauen machen. Habe ich eine Isera geklaut. Oh, krass. Hat die ganze Zeit die schönen Altraumkarten bekommen. Das war echt Schnüfte. Das ist natürlich schön, ja. Das ist richtig Hüfte. Oh, ein Spotterich. Ein Spotterich, du. Das war's. Es wäre jetzt dumm, wenn ich das mache, glaube ich. Ich weiß nicht. What hat er denn vor? Oh, das ist natürlich ja echt nicht schlecht. Loktarugar! Wenn ein Diener Schaden erleidet, das ist natürlich... Ja, da zähle ich auch zu, deswegen. Das ist natürlich gar nicht schlecht. Anfangs, sage ich mal, so bis 15 kann ich ein bisschen selbstzerstörerisch sein. Mal gucken, was ich habe. Oh, nicht der. Nein, natürlich nicht. Ach nee, egal. Spotter. Boah, Luna. Ich zieh mal noch eine Karte. Kann man noch so schön ist im Angebot. Och, das... Welche von denen nehme ich denn da? Oh, das sind alle gut. Leviosa. Aber ich glaube ich lieber das hier, was ein bisschen gefährlicher ist. Ich hoffe, dass das kein Fehler war. Die waren alle drei gut. War echt schwer zu entscheiden. Was macht er denn jetzt? Oh. Bums. Das ist natürlich nicht... Stoß ist super. Das sind so die 10 Standardkarten, die du hast. Karte, bevor die mir zu gefährlich wird, geht mir auf den Sack. Oh nö. Oh doch. Der ist voll gut. Warum machst du meinen besten Diener kaputt? Ja. Welches Level hat denn dein Kriecher? Level 1. Ich hab noch nicht ein Spiel mit dem. Oh, okay. Das ist natürlich... Noch nicht ein einziges Spiel, oder? Pass auf, ich verliere gegen dich. Das wird noch lächerlich, ey. Warten wir's ab. Gegen dich verliere ich immer. Ach was. Einmal gewonnen, glaube ich. Das ist immer nur Glück. Ich hab schon so viele Pros beobachtet. Die haben... Ja gut, die haben halt viele gute Karten beisammen schon, ne? Gerade so in der Arena, aber... Oh, Notes. George. The Schorsch hat er gemacht. The Schorsch. Oh. Geheimnis! Ja. Ja, das kann er wohl. Das kann er. Lass mich überlegen. Und Weihnachten schön verbracht. Oh ja. Gab's schöne Geschenke. Ah, ich hab's mir so gedacht. Was? Schlangenfall? Okay. Ja, ist nicht so schlimm, wie du denkst. Was können die? Haben die Charge oder so? Nee, ne? Nee, die können gar nichts. Ach so. Nee, die können gar nichts. Hätte ich mal den Bussard gehabt, dann hätte ich jetzt natürlich lustig reingeguckt. Oh ja. Och ja, Weihnachten war ruhig. Nicht viel. So, nee. Weißt du, ich hab's nicht so mit Geschenken und so weiter. Jo. Okay, entweder ist es eine Frostfalle oder eine Explosivfalle. Ich kenn dich ja. Hä? Hä?
Ja, der Luna ist schon eine Sau, ne? Der macht das hier. Der bufft sich jetzt erstmal schön hoch mit seiner Hygiene. Na klarchen. Und gibt mir nochmal Aua. Morswitz, ich hätte noch was anderes machen können, aber das wäre dann vielleicht doch zu riskant gewesen. Hm. Was macht er denn jetzt? Bringt einen Diener zum Arschlochlecken, ey. Was ist das denn für eine Scheiße? Gesilenced. Silencio. Oh, ich hasse dich. Le Bastardi. Ja. Gut, dass ich die Eule hatte. Die ist halt richtig gut gegen sowas. Du hättest mich direkt angreifen sollen, glaube ich. Oha. Greif bitte mit jedem den Troll an, sei so gut. Ja, genau. Deine Mutti, ey. Ja, mach mal. Greif mal den Troll an, das ist voll gut. Der hat eine Überraschung für dich, Lunair. Lunair. Ich weiß, der hat ein paar lustige Überraschungseier und Schokobons. Ja, hat er. Wie so eine Pinata. Wenn du draufschlägst, dann kommen lustige Bonbons raus. Hey. Der Rosettenfürst, ey. Das Beste. Beste. So. Oh, not bad. Vor allem für jeden verletzten Befreundeten und zählt sich selbst mit rein, finde ich ein bisschen doof. Oh, das ist ja gar nicht mal so verkehrt. Verkehrt. Oh, jetzt geht er richtig auf die Vollen. Jetzt will er wissen. Wir lieben's wissen. Na klar. So. Könnte kritisch werden jetzt für mich, aber ich bin mal gespannt, was du für eine Karte hast. Das war nicht so eine ganz miese, Alter. Der ist verstohlen, das kennst du nicht. Mach ich anders. Das kannst du nicht! Okay. Boah, du bist doch eine Sau. Ja, ich kann jetzt das. Würde ich gerne mal wissen, was du noch für eine Karte hast. Was hast du da für eine Falle? Falle, ja, die ist Verfalle. Stimmt, die habe ich auch noch. Was für eine Falle hast du vielleicht, da? Hätte ich vielleicht irgendwie auslaufen lassen können, aber egal. Das macht deiner auch. Katzdingo, hahaha. Oh. Und es ist. Ja. Gut, damit habe ich gerechnet. Also nichts Weltbewegendes. Nö, ist okay. Das wäre schon. Ist schon okay. Hast du ein bisschen was auf der Hand? Oh je. Oh, komm. Die alte Kliersau. Ich bin der Schlangenlord, ich kann alles tun. Ja. Oh, das ist schön. Was hat er denn im Petto? Ja, ich hab's so gewusst. Ist aber jetzt nichts Weltbewegendes. Hättest du eine hohe Karte gehabt? Na, das könnt ihr nicht ernst machen. Oh, die ist echt gemein. Oh, ich bin so blöd, ne? Nee, dann wär's nicht gegangen, glaube ich. Ja, aber der ist echt fies. Der ist richtig fies. Ich meine, der ist zwar hat zwar einen dicken Malus, aber wenn du den richtig ausspielst, dann ist er schön. Weil man rechnet halt damit, dass der ziemlich flott kaputt geht. Schon wieder. Was sagst du denn? Ist auch eine ganz niedliche Falle. Weiß nicht, ob die jetzt wirklich effektiv ist in der letzten Runde so. Ich probier's einfach mal. Ja, tot. Boah, selbst getötet, ernsthaft? Eigentor. Shit, ich hätte es doch anders machen sollen. Ja gut, war jetzt mein Fehler. Ich kenne den Jäger doch nicht so gut. Sehr gut, ja, ich habe jetzt, wie gesagt... Aber ich hätte dich jetzt platt gemacht, die nächste wahrscheinlich. Definitiv, hätte ich die Falle nicht gehabt, hättest du wahrscheinlich ordentlich reinknüppeln können. 1,5 Level gemacht und Spalten, geil. Nicht schlecht. So, jetzt nehme ich mal ein anderes Deck. Das war ja nur mein Krieger-Probedeck. Das habe ich ja vorher nicht gespielt. Das ist ein Problem, ich behalte es einfach mal lieber. Okay. Sicher ist sicher. Rasiere Bart ab. Nein! Ja! Wische Tisch ab. Das kann man machen. Auch nicht Bart, bitte. Mit Tisch abwischen, da kennst du dich ja auch aus. Fülle Ladebalken auch. Was? Mit Tisch abwischen kenne ich mich aus, was? Ja, natürlich. Als Nacktputzer ja doch. Dann. Ja, deswegen ja. Lass die ja. Doch, das kann man so eigentlich stehen lassen. Viele würden jetzt sagen, die eine hohe Karte, sag ich mir, aber bis dahin habe ich noch was angesammelt, dann habe ich wenigstens schön was in der Hinterhand, falls ich das brauche. Das weißt du nicht. Das weißt du nie. So, Feuer anmachen. Ja. Regenbogen. Habe ich gar nicht gemacht. Ich habe gar nicht mit dem Katapult die ganze Zeit auf dich geballert eben.
Block. Erstmal die Kokosnuss. So. Block. Wer hat die Kokosnuss geklaut? Oh, ich hab nur Shit gerade. Deswegen mach ich das mal so. Peng. Doch, Beherrschung. Ich hab nicht viele niedrige Karten im Schurkendeck, muss ich mal sagen. Also nicht so viele. Die gehen bei mir erst ab 3 los, weil. Ist besser. Im Kriege habe ich es jetzt auch mal so versucht. Viele niedrige Karten eben. Ja, ich habe sehr viele Zweierkarten. Das liegt aber an den Fähigkeiten, weil ich eine Menge Fallen habe, weil ich ja Fallenkrieger spiele. Und gerade die Wildtiere oft in der Niedrigkeit, in der niedrigstufigen Bereich unterwegs sind. Aber das hat mir bisher ganz gut den Arsch gerettet. Des Öfteren. Warum geht die Haltbarkeit ja, ab? Also die Angriff, das ist ein Bug. Deswegen andersrum. Nee, das ist kein Bug, das ist normal, das habe ich auch schon gehabt. Boah, ich habe das bei anderen schon das gesehen. Da kann man die Haltbarkeit wieder auf 2 erhöhen und hat immer noch 3 Schaden. Oder war das was anderes? Das war aber was anderes, aber so habe ich das. Obwohl ein anderes nicht. Gift. Och nö, das war jetzt Fail von mir. Ich hätte dir 3 Punkte Schaden machen können. Was war jetzt? Bringt alle fest! Verdammt, schieße ich einfach. Das ist voll gemein. Immer diese dumme Jägerfertigkeit. Ja, ey, ich habe letztens einen Schattenpriester gesehen. Der hat 2x Schattengestalt. Die sind übel. Schattenkarte. Der konnte 3 Damage auf ein Ziel seiner Wahl machen. Das ist quasi eine Mischung aus Arschloch und Kacke. Oh, Ansturm. Bautz. Die hebe ich mir eigentlich gerne auf, aber ich kann aktuell nichts anderes spielen. Das ist die Problem bei der Sache. Boah, du mit deinen Fallen, ne? Ich bin Panellen. Wahrscheinlich wieder so eine Explosiv. Ich spreng dir deinen Hintern Falle. Ja. Da liegst du richtig. Ja, deswegen. Handelst du schon mal aus, ihr Dreckst. Das ist ja nicht so schlimm. Ich hab ja noch andere Karten. Und du auch. Oh! Ja, der ist ganz cool, aber Kombo-Karten sind. Habe ich nur 1, 2, 3, ich weiß nicht. Da brauchst du eigentlich viel mehr als Schurke, so viele Kombo-Karten. Viel Kleinkram halt. Kannst du immer noch nichts spielen? Doch. Schalosch, Gerle. Schalosch. Oh. Finde ich gemein, wenn ich das. Bringt's auch nicht wirklich. Bringt's alles nicht wirklich. Nee, ich geb's nur noch auf. Den Rest. Oder? Oder? Die Tore sind. Uiu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 
Machete. Machete tötet, habe ich gehört. Als Machete tötet. Ja, Machete tötet auf jeden Fall. Ja, tötet. So, was haben wir denn jetzt im Angebot? So, was ist die Frage? Das ist nicht schlecht, das nehme ich. Oh. Und dann mal schießen. Peng. Irgendeine fiese Falle hat er wieder. Noch, es geht. Ja. Ja, das geht eigentlich sogar wirklich. Ich denke mal nicht, dass sich das großartig tangieren wird. Mhm. Zumindest nicht schlimm. Oh, guck mal. Oh, was macht er jetzt? Geht er die ganze Swaggen? Zum Swaggen. Macht ein Diener zum YOLO-Swagger. Ich hab's mir so gedacht. Tatstingo! Hahaha. Ich muss überlegen, mache ich die oder die Karte? Ich hätte noch ein paar Möglichkeiten offen, aber ich denke mal, bevor es hart auf hart kommt. Hast du clear oder was? Clear ich das Feld, ja. Boah, du hast. Du bist so eine Sau, weißt du das? So eine Sau. Ich hab schon verloren, glaube ich. Ja. Hatte ich diesmal Kartenglück? Yay! In den Livestreams verliere ich immer, bei Aufzeichnungen kann ich ja doch mal ein bisschen gewinnen. Mhm. Oder er lässt mich mit Absicht gewinnen, der Broker. Ja, weiß man nicht, ne? Ja, weiß man nicht. Ja, richtig. Oh Mann. Nächste Runde hätte ich dich vielleicht schon gehabt. Das ist ja das Eklige. Es ist immer dieses, die eine Runde fehlt noch, ne? Ja, ich kenne das. Andalt. Na, komm. Komm, wähl den Freitod. Ah, du bist eine Sau. Nur weil du jetzt aufnimmst, würdest du das nicht tun, hätte ich jetzt zwei. Ja, das verliere ich immer, wenn ich aufnehme. Ja. Obwohl, letzten drei Mal habe ich jedes Mal hat Luna verloren. Komm, ja, jetzt immer. Nimm mal nicht deinen Jäger. Ja, okay, ich nehme mal was anderes. Ich nehme mal, Ja, mein Schmuck ist gerade mal Level 14. Mein Warlock. Dein Warzlock. Mein Warzlock. Wische Tisch ab. Mische Karten. Zünde Lunter. Aua. Das ist immer so das Glück, das Aufnehmen, dann glaube ich, oder? Nö, eigentlich. Vielleicht hätte ich ja doch mit aufnehmen sollen. Ob ich die behalte? Eine Kapelle! Das ist echt nicht schlecht. Ja, ich nehme das mal. Oh, das ist gut. Ja, wenn der Bruder das schon sagt, mit dem Schaman, gegen den Schaman muss ich ehrlich sagen, da ist schwierig. Alle anderen Murlocs haben Arsch. Yeah. Mhm. Da-da-da. Alle anderen, nur nicht der. Boah. Gleich mal eine Ansturmkröte hier. Ist aber kein Murloc-Deck, das ist so ein Mischding, ne? Du hast auch wieder Murlocs, aber auch andere Karten auf der Hand, mit denen es funktionieren könnte, aber mit den Murlocs gewinne ich größtenteils. Fängt halt wieder so schweigen, ja! Wer kann das? Ich habe halt nichts zum Clearen großartig, das ist mein Problem. Boah. Ich hab keinen Murloc, das ist ein Mischdeck. Ja, moin. Ist ein Mischdeck, der kann nix. Ist ein Mischdeck, das kann auch nicht viel. Hab von allem etwas. Also mein Taunt-Deck am Anfang, wo ich wirklich fast nur Spotter drin hatte und Murloc-Karten, Warlock-Karten, das war eigentlich so gesehen fast besser. Jetzt habe ich ein bisschen rumexperimentiert und dachte mir so, meh. Dieses Zauberschaden plus, das ist gerade beim Schaman richtig, richtig. Mies. Fette Party. Uiuiui. Jetzt schwebt die Karte bei mir so komisch. Gut. Ah, das ist gemein mit deinen Early-Krams. Ich habe halt nichts Early bei mir, das ist immer das Problem. Luna cleart nicht gerne. Ist euch das schon mal aufgefallen? Nein, ich will einfach noch ein bisschen was übrig haben, sonst habe ich nichts zum Angreifen. Tatstinko! Halla, 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 halla! Ah. Mhm. Eierhälsiger geht's kaum. Oh. Richtig. Jetzt kriege ich den weg und jetzt greife ich mit ihm vor oben an. Das ist so scheiße. Ich habe halt nichts, was ich jetzt machen kann. Ich bin jetzt auch gerade low. Mhm. Ich habe keine Karten mehr auf der Hand. Du hast wenigstens noch irgendwas, womit du jetzt eine Kombi ausspielen könntest. Retro-richtig. Oh je. Alles natürlich die Schude. Ah. Ich bin so riskant, den mach ich weg. Oh.
du bist doch so eine Sau. Kostet halt, weißt du, 6. Und der kann alles absaugen. Das finde ich mal ziemlich krass, ehrlich gesagt. Ist frech. Ich krieg da zwar noch, hätte noch HP kriegen, wieder kriegen können, aber scheiß drauf. Ist richtig frech, das. Frech? Frech. So richtig frech. Richtig frech. Frech ein Fisch auf den Tisch, sonst basiert was. Es brisiert. Sonst brisiert was. Oh, schön. Auf in die Bresche! Oh nein! Hast du jetzt wieder so eine Direct Damage, die meinen Bär zerfrisst? Nein, nicht ganz. Aber wieder so ein Arsch. Oh. Nee, das bringt's nicht. Du bist. Ich merk schon, du bist eigentlich. Du hast nur Luck. Du verheizt deine Karten viel zu schnell, Luna. Du hast jetzt schon. Guck mal, ich hab noch 5, du hast nur noch eine auf der Hand. Was soll ich jetzt machen? Weißt du, wie schnell? Mich angreifen lassen? Ja. Nö. Kannst du machen. Und ich verheize meine Karten nicht immer. Beim Jäger hebe ich sie mir immer auf, nach hinten, um halt Taktiken zu spielen. Zum Beispiel eben mit Schlangenfalle plus dem Vogel da, dem Bussard. Das ist immer ganz nice. Wenn jemand hat Weihe oder allgemein AOE-Fähigkeiten, dann hat der Bussard nichts mehr zu lachen. Dann ist die Karte nutzlos. Ist allgemein nutzlos geworden fast. Brauchst nur Luck und gegen Leute, die keinen AOE haben. Nur oh je, oh je, oh je. Dampfrausche. Palmen. Das ist gut. Ach du Kacke, was hat er denn jetzt vor? Das ist nicht gut. Das ist gut. Das ist sehr gut. Oh. Du kleiner Vampir. Oh, ist das schon wieder. Ja moin. Ja moin. Die Sau. Und er kommt sogar direkt als Dings wieder, weißt du? Ist das schön? Ja, ich weiß, ich weiß. Ich deswegen habe ich den geopfert. Ich kenn die, ich kenn die. Ha. Oh, hey. Ui. Falsch platziert, was? Hä? Der ist in der Mitte. Bei mir ist er nicht in der Mitte. Bei mir schon? Bei mir was ist er ganz rechts. Ja, es ist ein bisschen buggy, ne? Nee, ich kann dir gerne einen Screenshot machen, dann siehst du es. Der ist genau in der Mitte bei mir. Das hat ein Kumpel letztens auch. So ein Bullshit. Es ist seit dem letzten Patch extrem buggy geworden. Oh Mann. Ja, das ist halt das Schlimme. Das ist ja ätzend. Ich stelle mich jetzt nicht. Ja. Oh. Den nehme ich denn da? Nehme ich ihn raus. Oh, ey, ganz ehrlich, wie viel Direktschaden hast du denn noch, du Arsch? Schweinepiet. Sag, Luna cleart nicht gerne. War eigentlich ein Fehler, aber egal. Ich werde ein Totem. Ein Heilungstotem sogar. Immerhin können wir froh sein, dass es nicht dicht, vor allem nicht dich heilt. Ach du Kacke. Ein Frosch auch noch. Oh, ein Jedi! Ah, ist das jetzt kacke? Das ist richtig kacke, du. Richtig kacke. Das ist richtig kacke. Du kannst mich jetzt schon töten, wahrscheinlich. Ja, hast du. Nein! Nee, kann ich nicht. Ja, aber dir fehlt ein Punkt. Ein Machen Punkt Schaden fehlt ihm. Kack. Kack. Warte mal. Delfina Kagge aus Leipzig. Ist doch lol. Ist nicht jedermanns Sache, habe ich gehört. Oh, Luna, soll ich dir mal das. Ja? Das Glück eines Schamanen zeigen? Horin. Oh, das ist mies. Oh, du bist Nasi! Und verloren. GG. Gutes Spiel, sehr gut. Sehr gutes Glück. Das war einfach nur. 2-1, ne? Das war Glück, ja, okay. Das war echt knapp, aber schön, schöne Karten, ja, Glück herzogen. Okay, gut. Nächsten Livestream kriegst du wieder nur auf die Schnauze. Wollen wir doch mal sehen. Nee, hat echt Spaß gemacht, du wirst besser. Aber du darfst halt nicht so die Karten so früh alle.
bei dir denkt man immer, du schmeißt die so schnell weg, wie du kannst. Das, ne. Ja, manchmal lege ich halt ganz gerne mal schneller. Ja, beim Jäger geht's aber, da habe ich mal genug auf der Hand. Ja, Jäger ist richtig mies. Na, aber danke, dass ich mal Gast sein durfte. Vielleicht in Zukunft ja gerne nochmal bei mir. Ja, natürlich gern. Ja, klar, dann wenn wir wieder zusammen aufnehmen, dann auch gerne mal mit dir zusammen oder so. Vielleicht. Ach, ja. Du nimmst ja nicht auf, ne? Ja, mal gucken. Es kommt ja übrigens bald die Closed Beta, also schnell anmelden für alle, die es noch nicht getan haben. Die Open Beta meinst du? Nee, Closed. Ist doch gerade Closed Beta schon. Nee, ist Open. Also, Hä? Ja, man soll sich anmelden. Ich habe dann Info-Meldings gekriegt von Blizzard. Also, schnell anmelden, wär's noch nicht. Also auch über Twitter, musst mal gucken. Da stand was von wegen Beta, schnell anmelden jetzt. Okay, ja, weil, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja. Also, ich bin dann mal weg, liebe Leute. Guten Rutsch, Leute, übrigens. Oh ja, guten Rutsch. Du lädst das ja vor Silvester, ne? Ja, das kommt jetzt die nächsten Tage schon hoch. Gut, guten Rutsch. Guten Rutsch, Leute, und dann sehen wir uns im neuen Jahr auf jeden Fall wieder in alter Frische. Jo, sonst noch was Schönes zu sagen, Brugge. Tschüssikowski. Tschüssikowski. Blablabla. Tschüss.